Strategiespiele sind tot, vor allen Dingen aus Deutschland und dann auch noch Singleplayer. Es geht ja alles gar nicht. Dann gibt es da auch noch das Vorurteil, dass im heutigen YouTube-Kosmos lange Singleplayer-Let's Play-Reihen mit 50-plus-Folgen nicht mehr ziehen. Das alles stimmt nicht so richtig, glaube ich zumindest. Ich bin Dennis von den Spielkindern. Ich denke, all das hat eine Zukunft und vor allen Dingen, wenn so viele gute Dinge zusammenkommen. Hier haben wir zum Beispiel Spellforce 3, die lang ersehnte Fortsetzung einer der altehrwürdigsten deutschen Spielereien der Spellforce-Reihe. Und sie kommt von einem deutschen Spiel, diese Fortsetzung. Und diese Fortsetzung kommt dann auch noch wieder aus Deutschland, so wie es das gehört, von Grimlore Games aus München. Die haben das zusammen mit THQ Nordic gemacht. Das war früher einfach nur Nordic Games. Die haben aber eine Menge der alten Marken von THQ gekauft und haben sich dann jetzt irgendwann umbenannt, weil sie gesagt haben, ach komm, die Hälfte unserer Marken ist eh THQ, dann können wir das auch in den Namen aufnehmen. Ja, und das ist ein Strategiespiel. Ein Echtzeit-Strategiespiel mit sehr viel Rollenspielelementen. Zumindest war das früher so, in den alten Teilen. Wir haben ja hier im Kanal schon die Multiplayer-Beta vor, ich glaube, 2 Monaten oder 3 Monaten gespielt. Und jetzt ist das Spiel raus. Ich habe es gekauft, weil ich von deutschen Spielen, auf die ich mich wirklich freue, eigentlich selten Keys annehme von den Entwicklern. Ich hätte sicherlich einen haben können, wenn ich lieb gefragt hätte. Aber ich habe mir es gerne gekauft, weil ich glaube, das ist ein gutes Spiel. Zumindest wirkte es in der Beta schon so. Und da möchte ich gerne unterstützen, deswegen gibt es auch Geld. So, das hat nichts mit Nationalpatriotismus zu tun, sondern einfach nur damit, dass ich weiß, dass die deutsche Spielindustrie jeden Euro brauchen kann. Und genau, deswegen springen wir jetzt ab ins Spiel. Keine noch längere Vorrede, reicht schon, 2 Minuten. Wir spielen die Kampagne hier gemeinsam. Wir können auch gerne mal gegeneinander oder miteinander im Mehrspieler spielen. Aber ich habe auch in den alten Spellforce-Spielen den Mehrspieler nicht auch nur angerührt. Ich habe keine Ahnung davon. Mehr als die Beta-Erfahrung von vor 2 Monaten habe ich nicht damit. Also müsst ihr mich vielleicht in den Kommentaren davon überzeugen, dass wir das machen. Nee, ich spiele gern mit euch, aber jetzt geht's erstmal ab in die Kampagne. Und ich hoffe, die wird wieder gut erzählt und gut präsentiert. Und es gibt ein paar schöne Missionen. Schauen wir doch mal. Ich weiß, normalerweise spiele ich ja immer auf normal einfach. Kaum Erfahrung wird diesen Schwierigkeits, wenn ihr erfahrener Spieler. Also traditionell, traditionell ist das klassische Rollen, ist die Kamera, warum ist Spellforce 3 jetzt anders? Die Kamera wird mit den Pfeiltasten kontrolliert, Menüfenster können mit der F-Taste, ja von mir aus, also wenn ihr euch das so überlegt habt. Ihr seid General Sentenza Noria. Der Kommandant der Wolfsgarde. Cool. Gerüchten zufolge hat eine Gruppe von Rebellen sich in einem verlassenen Schloss in der Wildnis Iskanders verschanzt und schmiedet von dort aus Pläne, die Krone zu stürzen. Ihr Anführer, ein Magier namens Isamu Taha, ist ebenso charismatisch wie radikal. Es ist an euch, seinen Machenschaften ein Ende zu setzen. Aber was, wenn die Krone in Wirklichkeit ein oppressives Regime ist? Was, wenn da eine Diktatur zusammen mit autokratischen Adligen das arme, leidende Volk unterdrückt und diese Rebellen einen guten Punkt haben? Vielleicht ist dieser Magier gar kein Bösewicht, sondern muss so radikal sein, um dieses Regime zu stürzen. Ich glaube, da haben sich schon eine Menge Fragen bei mir aufgetan. Es ist schön, wenn man so eingeführt wird mit 3 Sätzen. Ihr seid die Guten, das sind die Bösen, jetzt geht's los. Mal gucken, ob das Spiel da noch ein bisschen mehr draus macht und uns ein bisschen Grauzonen aufzeigt. Denn ich finde dieses simple Gut-Böse oder Monarchie gegen Rebellen und die Monarchie sind die Guten Thema, das ist zu wenig für moderne Fantasy. Gerade nach Game of Thrones und selbst bei Herr der Ringe war das alles nicht so schwarz-weiß. So. Ladezeiten sind schon ordentlich. Also mal gucken, wie es damit weitergeht. Aber ich nehme an, das hier ist jetzt so eine Art Tutorial-Mission. Das ist ja meistens bei so Prologen in Spielen so. Dafür lädt es schon ganz schön lange. Ja, 99%. Effekte. Die Effekte werden geladen. Ja, ohne Effekte will ich das nicht spielen.
paar Effekte sind schon was Schönes. Oh, fertig. Es geht los. Das kann man vorweg schicken. Schick ist es. Das Spellforce 3. Werde ich wahrscheinlich noch häufiger sagen. Gewöhnt euch dran. Stimmt, Herr. Die Rebellen scheinen hier Stellung bezogen zu haben. Gut. Was ist mit dem Außenposten? Der ist errichtet und sie warten auf euren Befehl. Der neue Gefreiter, Kapell? Ja, er hat momentan das Kommando. Gut. Ich habe es schon einmal gesagt, aber dennoch. Diese Mission ist wichtig. Behaltet das im Hinterkopf. Der Anführer dieser Rebellen, Isamu Taha, ist mehr als nur ein gewöhnlicher Gesetzesbrecher. Er ist ein Verräter, ein Magier und ein Mörder. Wir von der Wolfgarde sind das Beste, was die Krone zu bieten hat. Und die Königin vertraut uns. Also, enttäuschen wir sie nicht. Los jetzt. Zum Außenposten. Ja, geile Exposition, Mann. Wir von der Wolfbrigade sind übrigens richtig geile Typen. So, steuert eure Helden. Wählt einer. Ich zoome erstmal ran, damit man sieht, dass es auch aus der Nähe noch halbwegs hübsch ist. So. Dann nehmen wir einen Helden, zum Beispiel unseren eigenen Charakter, den Sentenza, und steuern ihn mit der rechten Maustaste oder mit Steuerung rechts, um diesen roten Pfeil zu bekommen, sprich gleich angreifen. Ich kann einfach Punkt drücken, dann werden meine Helden hervorgehoben. Das ist ja klasse. So, wo muss ich denn jetzt hin? Nach da oben wahrscheinlich. Kann ich Punkt auch wieder ausmachen? Ja. Ich glaube, ich weiß, wo meine Helden sind. Wölfe, macht euch bereit! Macht sie kaputt! Da. Mit Alt kann ich das Click-and-Fight-Menü öffnen. Tollwütig. Reizend. So, Glossar kann ich mit F9 öffnen oder wahrscheinlich irgendwie aus dem Menü. Also Alt funktioniert jetzt gerade nicht. Ich nehme mal an, achso, damit markiere ich meine Leute. Verfolgerkamera ein aus. Aktionsgruppe wechseln. Whatever. Yeah. So, und hier habe ich jetzt meine Fähigkeiten. Jeder Held hat hier erstmal eine Spezialfähigkeit, die ich wie in einem MOBA, wie bei Dota oder so, mit QWE und so auslöse. Schildschlag, Wiederherstellung, also sie ist so ein bisschen die Heilerin oder sowas. Sicher. So, du sammelst mal den Scheiß ein. Das ist hier ein Wolfsfell, ein paar Fangzähne. Ja. Bisschen wie in einem Rollenspiel. Aber es ist ja auch ein klassisches Mischspiel aus beidem Genres. Und mit klassisch meine ich eine einzigartige Mischung. Denn so richtig oft gibt's das in der Form nicht. Ein bisschen hat Warcraft das gehabt. Bleiben wir auf der Hut. Klar, hat fast jedes moderne Strategiespiel... Das könnte nützlich sein. Ein Schild. Fast jedes moderne Strategiespiel eine Art von, ja, wie sagt man, Rollenspielelementen, also ein bisschen Auf-Level-Kram. Gruppenverwaltung, so, jetzt kann ich nämlich mal gucken, ob hier jemand den Schild brauchen kann. Der kann ihn nicht tragen. Ah, hier kann ich meine Leute aufleveln, genau, das kennen wir auch schon, falls ihr es gesehen habt, aus der Beta. Der Faustschild, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das steht. Ungewöhnlicher Faustschild benötigt Blockchance 4%. Oh, aber der ausgerüstet ist, ist 12%. Das heißt, der ist geiler. So, und der hat zwei Schwerter und kann kein Schild tragen. Na, dann nicht. So, da sind wir nämlich auch schon angekommen. Ist das der Außenposten? Ja, Herr. Gut, finden wir diesen Kapell. Wo ist er denn? Ist er das? General Noria, es ist mir eine Ehre. Gefreiter Kapell, wie ist die Lage? Mit wie viel Widerstand müssen wir rechnen? Schwer zu sagen, Herr. Wir haben zwei der Rebellen dingfest machen können, aber nichts aus ihnen herausbekommen. Außer, dass es wohl Unruhen innerhalb des Widerstands gibt. Das könnte uns in die Hände spielen. Okay. Jetzt kann ich hier Antwortmöglichkeiten geben. Finde ich eigentlich ganz cool, dass das dann so direkt da... in dem Fenster über dem Kopf passiert und nicht irgendwo in der Spielwelt. Was ist mit unserer Patrouille passiert? Die ihr gefangen genommen habt. Wo sind sie? Kann ich mit deren Patrouille. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Herr. Sie sind tot. Tot? Ja, Selbstmord. Sie hatten Dämmerblütenblätter in ihren Roben versteckt und sie geschluckt, als wir sie einen Augenblick unbeaufsichtigt gelassen haben.
Das war leichtsinnig. Verdammt, das war leichtsinnig. Ihr hättet sie gründlicher durchsuchen müssen. Ich weiß, Herr. Es tut mir leid. Ihr habt von Problemen im Widerstand gesprochen. Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Wie gesagt, mehr haben wir aus den Gefangenen nicht herausbekommen. Also haben wir wie befohlen auf euch gewartet. Dass Tahar und seine Magier sich in der alten Feste von Graf Vastel verbarrikadiert haben, wisst ihr ja vermutlich. Wir müssen also einen Weg hineinfinden. Dann tun wir das. Sonst noch etwas? Nein, Herr. Gut. Gut, dann halt die Fresse. Zurück an die Arbeit. Ja, das war keine gute Arbeit von euch, dass die jetzt tot sind. Das stimmt. Gute Arbeit. Dann lasst die Arbeiter wissen, dass ich jetzt das Kommando habe. Bevor wir irgendetwas anderes tun, müssen wir das Lager und unsere Männer auf Vordermann bringen. Verstanden. Männer, hierher! Ja, ihr! Für alle, die es nicht wissen, das hier ist General Sentenza Noria, Kommandant der Wolfsgarde. Er hat von nun an das Sagen. Verstanden? Jawohl! Das wäre geklärt. Was nun, General? Jawohl! Zuallererst sollten wir... Rebellen! Wir werden angegriffen! Oh nein! Verdammt, noch eins. Bleibt zusammen. Wir werden ihnen zeigen, was es heißt, sich mit der Krone anzulegen. So, man wird so lange mit Goldstücken beworfen, bis man tot ist. Dann macht man hier so einen geilen Rundumschlag. Sie heilt mal hier so ein bisschen unsere Guys. Dann können wir gleich noch einen Rundumschlag machen, weil es gerade so schön war. Dann machen wir einen Schildschlag auf irgendeinen Typen. Zack, dann ist der tot. Was ist das? Ahnung. Viele sind nicht mehr übrig und den da hinten. Zack, pum, fertig. Schön! Das dürften alle gewesen sein. Easy. Gwen, alles in Ordnung? Ich weiß mich zu verteidigen, Brüderchen. Aber danke der Nachfrage. Oh, die sind Brüder. Ruhe. Wir haben diesen Angriff abgewehrt. Die Brüder, sage ich zu einer Frau. Geschwister. Zuerst stocken wir unsere Vorräte auf. Dann errichten wir eine Baracke, um unsere Soldaten zu bewaffnen. Los jetzt! Okay. Capel, bemannt die Jagdhütte und seht nach, ob wir irgendwelche Holzfäller unter den Arbeitern haben. Wir brauchen Holz. Verstanden. Es gibt aber auch eine Menge Fisch in den Gewässern hier. Wir könnten also... Alles, was hilft. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal eine Holzfäller... Was ist das? Achso, wir haben schon eine Holzfällerhütte. Ah. Zack. Komm, kommen erstmal drei Arbeiter da rein und die Fischerhütte... Füllen wir auch auf. Hier arbeiten auch genug Leute, also das passt schon. Hier sind immer noch 8 Leute im Stadtzentrum, die tragen helfen können. So, meine Army stelle ich mal hier. Nee, wo kamen die jetzt her? Ist hier irgendwo eine Karte? Ach ja, hier unten. Hier ist noch was. Eine Jagdhütte. Gut, jetzt die Baracken. So, neues Gebäude. Eine Kaverne. Brauchen wir aber noch ein bisschen Holz für, ne? So. Und beeilt euch mal ein bisschen hier. 3 Holz. Ja, super. Die Frage ist, wann werden wir mal angegriffen? Ja, ja. Ist gut. Gucken wir mal den Jungs beim Angeln zu. Oh, jetzt habe ich meine Armee dahin geschickt. Sagen wir mal ein bisschen Fisch hier, ne? Das finde ich ja immer schön, gerade deutsche Spieler haben ja gerne den sogenannten Wuselfaktor. Das hat die deutsche Spielepresse vor vielen Jahren mal erfunden, das Wort, aber es trifft es auch so schön. Man kann zugucken, alles wuselt so schön und ach wunderbar. Die Jungs hacken hier, wenn die 3 Bäume weg sind, dann ist aber mal, naja doch, hier ist noch einer. Steht sogar schon eine Leiter. Oh, das hat wehgetan. Vor allem einen Typen da. Woher kommt ihr? In Grauschanze hatten wir nie die Gelegenheit, uns zu unterhalten. Ach, ein kleines Dorf in Iskander. Glaube kaum, dass ihr das kennt. Hm. Und was habt ihr getan, dass euch der Lord Marschall eine Empfehlung für die Wolfsgarde geschrieben hat? Gwen, lass den armen Kerl einfach in Ruhe, in Ordnung? Ja, ja, ist ja schon gut. Lass doch die Gwen mal kurz nachfragen. Ich meine, es ist doch einfach nur höflich. Also ich hätte mich jetzt schon ein bisschen dafür interessiert, wo der herkommt. 14 Holz, kommt beeil dich mal ein bisschen. Da, genau, da holt der Träger noch ein bisschen Holz und dann bringt er das hier her und dann haben wir auch nicht mehr als 14 Holz. Schade. Schnell, weiter. Gibt's doch nicht. Baut eine Kaserne. Kennt eure Umgebung. Ich kann noch ein bisschen was erkunden. Aha. Na gut, das können wir ja noch schnell machen. Also, schnell. Da ist das Holz.
Ja, ich baue gleich die Kaserne, aber jetzt gucken wir erstmal kurz hier runter. Hier haben wir angefangen. Natürlich. Können wir da auch nochmal kurz hinlatschen? Jetzt habe ich eine Army. Jawohl. Okay, ich kann mit Rechtsklick auf Sachen klicken. Wow. Krasse Sache. Irgendwie... Ach, da oben. Wie komme ich da hin? So, muss ich da außen lang oder was? War ein Versuch wert. Dann gehe ich jetzt doch hier lang. So, wir bauen parallel mal eine Kaserne. But where? Where's the place? Hier ist place. Hier können wir das bauen. Neben den Weg, so. Direkt an die Straße. In die Pfütze rein. Dieser Putsch, den Taha plant, glaubt ihr, er hätte eine Chance, wenn wir ihn nicht aufhalten? Nein. Selbst mit Unterstützung? Angeblich haben er und seine Sache die Unterstützung von Haus Iskander. Wer ist denn Haus Iskander? Sind die irgendwie mächtig oder sowas? Ich meine, ja schön, wenn das irgend so ein kleiner Dorfadel ist, dann interessiert das doch auch niemanden. Ist ja super, dass ich jetzt hier Spinnen angreife und in dem Moment kommen da noch irgendwelche Rebellen dazu. Eine ganze Menge Rebellen. Alter Falter. Vielleicht zu viele. Gut, bemannen wir sie. Je schneller wir unsere Soldaten bewaffnet bekommen, desto besser. Komm, die haben wir doch gleich. Menschlicher Brandmeister. Das klingt irgendwie gefährlich. Heil unsere Leute immer mal wieder. So. Das war das. Ich habe schon ein paar Soldaten verloren, aber das sollte jetzt eigentlich vorbei sein hier an der Stelle. Was ist das hier? Ja, kann ich das nicht einsammeln? Geile neue Waffen. 5 Holz. Gut. Okay. Kasernen-Tutorial. Ich glaube, ich weiß, wie man in einem Strategiespiel Einheiten rekrutiert. Sagte er und versagte dabei völlig. So, ich sammle jetzt hier noch den Scheiß ein. Selbst mit Unterstützung? Angeblich haben er und seine Sache die Unterstützung von Haus Iskander. Die reden dann noch weiter. Tahas Sache ist Macht. Der Rest ist nur Geschwätz, mit dem er Anhänger gewinnen will. Und selbst wenn es nicht so wäre und es ihm bei dieser Revolution, die er plant, wirklich um die Sicherheit der Magier Notandas ging, dafür interessiert sich Alut Iskander so wenig wie für das Schicksal der Höhlengoblins. Soll heißen, wenn er Taha und seine Rebellen unterstützt, dann weil er sich davon etwas verspricht. Macht und Einfluss. Ha. Macht Sinn. Macht Sinn, da hat sie recht. So, ich bilde jetzt mal hier ein paar Soldaten aus und in der nächsten Folge rennen wir damit mal weiter über die Karte und zum Beispiel hier nach Norden und erkunden die noch ein wenig und dann schauen wir mal, was wirklich hinter diesem Taha steckt, hinter diesem Magier und seiner Rebellion. Ob er rechtschaffend ist oder ob er wirklich der irre Böse ist, den wir besiegen müssen, wird sich sicherlich noch zeigen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und beweist allen YouTube-Skeptikern da draußen, dass nicht mehr nur Prank-Shows und irgendwelche Vlogs tatsächlich Zuschauer generieren können, sondern auch das ein oder andere kleine Strategiespiel, das einfach mal so ein paar Wochen, Monate vor sich hinläuft und man kann da zugucken oder man lässt es. Ja, lasst es bitte nicht. Guckt zu. Dankeschön. Ich war Dennis, das war Spellforce 3, erste Folge, es wird weitergehen. Bis dahin.